Der iranische Menschenrechtsanwalt Abdul Fattah Soltani ist seit über 5 Jahren im Teheraner Evin-Gefängnis inhaftiert. Der Grund? Er hat sich seit seines Lebens für Menschenrechte eingesetzt. Er kam ins Gefängnis, weil er das Zentrum zum Schutz der Menschenrechte mitgegründet und weil er 2009 den Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis angenommen hat. Am 1. März ist mein Vater genau 2000 Tage inhaftiert. Auch nach iranischem Recht soll er schon längst frei sein. Laut dem iranischen Gesetz sollen die Gefangenen nach einem Drittel ihrer Haftstrafe freigelassen werden. Abdul Fattah Soltani ist krank. Wir machen uns große Sorgen um seine Gesundheit, weil sowohl die Ernährung als auch die medizinische Versorgung im Gefängnis in Teheran sehr schlecht sind. Wir appellieren an die iranische Regierung. Lassen Sie Abdul Fattah Soltani frei, auch aus humanitären Gründen.